Hast du dich wieder schneller gemacht? Nee, aber ich habe nichts verändert. Es ist so saumäßig schnell in diesem Spiel, die Maus, ne? Das ist besser. Also, Prison Block Drain, Female Ward Drain. Sagen wir, gehen erstmal zum Roten. Also wir sind hier. Mache ich sonst ein X rein in der Nachbearbeitung. Dann gehen wir erstmal den roten längs, würde ich sagen, der ist nämlich länger hier. Also schön den roten hier unten hin. Würde ich sagen, machen wir das erstmal, ne? Das ist so. Sie würden meinen schon ein bisschen einladen. So viel dazu. Ach nein, nicht der Dicke. Warum sich hin? Oh mein Gott! Was machst du denn? Ach, da ist es! Hattest du keine bessere Idee? Ich hab den Weg gesucht. Ich würde sagen, er hat mich gefunden. Gut! Also der Dicke. Er reißt immer noch gerne Köpfe ab. Ja. 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 Gut, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir mal so einen Schleichiger, oder nicht? Schleichiger. Nix, ich renne jetzt einfach weg vor ihm. Bevor er kommt. Hoffentlich gibt es hier nicht noch mehr. Ich glaube, er ist der einzig Dicke zumindest. Aber mehr Viecher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall direkt verstecken danach. Ja, das haben wir gelernt. Wir das aktivieren ja. Erstmal weg. Kommt der überhaupt? Ja. Das klang auf jeden Fall schon mal so. Ja, man hört sie kennen. Ja. Schön, dass er sich ein bisschen ankündigt mit seinen Cowboy-Stiefeln. Arriba! Gut, dass ich nicht in einen von den Spinden gegangen bin. Ich glaube, Spinnen sind so das Unsicherste in diesem Spiel, wo man sich verstecken kann, habe ich so das Gefühl. Ach, Glück. Ja, geh weg. Schon so ein bisschen Hassgefühle gegen den Dicken, ne? Auf jeden Fall für die Nachwelt. Ja, vor allen Dingen die anderen kleinen Viecher, die müssen dich irgendwie 4-5 Mal schlagen, bevor du umkippst, und der wirklich nur 2 Mal. Und dann liegst du auch. Oder ja. Dein Körper liegt und dein Kopf hat dann noch eine Hand. Ist da reingegangen? Ich weiß es nicht. Kann man da überhaupt rein? Weiß ich nicht. Muss ja. Das hier ging ja der Weg zum anderen hin. Du hast die Karte wahrscheinlich nicht mehr so vor Augen, ne? Auf jeden Fall geht's da weiter. Ich sehe ihn nicht. Was ist das da hinten? Ist das wie so ein Schacht oder was? Ja. Da können wir durchsneaken. Ich höre auf jeden Fall seine Ketten. Vielleicht hinter dir? Nee, der ist ja hier reingegangen. So. Das sieht aber auch nicht krass aus da. Guck dir mal das Wasser an. Es sieht aus wie ein Foto. Auf jeden Fall geile Grafik, kann man schon so sagen, ja. Schöne Textur. Für ein Indie-Game. Bitte guck da nicht rein, bitte guck da nicht rein, bitte guck da. Alter, mir geht schon wieder die Pumpe, ey. Fuck, wieso? Geh doch in den Schacht wieder rein. Der kommt doch bestimmt nicht durch. Nein, geschlagen, ne? Der zieht mich einfach raus aus dem Schacht. Ach du Scheiße. Lebst du noch? Ja. Steh auf. Ach, Scheiße!
Er hat mich einfach schon wieder dadurch. Was hat er für lange Arme, bitte? Na, geht mir irgendwie ein bisschen auf den Sack langsam. Na, besser so, als wenn er einen nicht erwischen würde, ne? Und das ist ziemlich langweilig. Das Spiel meine ich jetzt. Nochmal von vorne. Okay, jetzt wissen wir aber Bescheid. Schnell mal ein sprintendes Ventil aufdrehen. Und wieder auf den dicken Bart. Auch schon. Wenn das er mich da gehört hat, ey. Nicht zu voreilig sein. Hm, bloß nicht. Ist er da schon um die Ecke oder ist er hier noch? Um die Ecke. Ganz vorsichtig. Nicht sein Ernst, nicht sein Ernst. Der sieht mich hier. Ja, lauf schnell zu dem anderen Raum. In den Schacht da rein. Ring! Nee, in den Schacht. Doch, in den Schacht. Ich hoffe, ist er nicht da, dass er sich da rausziehen kann, glaube ich. Guck, schaffst du Blätter schnell. Jetzt weiß er eigentlich genau, wo ich bin. Jetzt chillt er, ne? Ich muss hoffen. Geht er schnell durch den Spalt, ey, da kommt er bestimmt nicht durch. Der ist ja doch ziemlich fett. Burn. Ich mach das Ventil auf und stell dich da hinter die Tür. Wenn er die Tür dann aufmachen würde, dann wirst du dahinter stehen. Ja, der kriegt mich dann aber. Glaube ich nicht. Das Ventil ist noch nicht betätigt. Nee, ich weiß. Man sieht nichts. Nichts. Alles war Nebel. Wo kommt der scheiß Nebel her? Ich höre ihn. Der ist da hinten auch noch. Stell einfach mal das Ventil an. Hierher kommen könnte diesen Schlitz da. Ja, das machst du jetzt. Ich versuche jetzt einfach ganz schnell wieder in den Schacht zu kommen. Ja, warte da am besten noch. Ob er jetzt hinter dir oder vor dir auftaucht. Natürlich da. Natürlich da! Aber wir wissen jetzt, wir müssen jetzt wieder dahin, wo die Karte war und dann diese Leiter da runter. Waren das Abpumprohre oder was? Ja, die haben das Wasser da abgepumpt, was da drin war. Das war unsere Aufgabe. Sportlich! Sollte öfter machen. Bestimmt da hinten wieder rein zu dem anderen Ding. Dann
Und dann kann ich einfach an ihm vorbeisprinten. Ich habe schon gehabt, dass er jetzt, wenn du dich da so umdrehst, dass er direkt da steht. Ja, aber eine Portfähigkeit. Der ist auch sportlich und schnell. Hast du gesehen, wie sie darüber geschwungen hat? Graziös wie ein Elefant. Aber oh, ehrlich. Ich sag abhängen. Ich frage mich, wie er da raufgekommen ist. Hat der Dick ihn da hochgeschmissen? Oder? Ja, war eine Runde chillen. Nicht so Bock gehabt, im Dreckwasser zu chillen. Was war das? Hast du es gesehen? Nee. Was hat er gemacht? Abgeranzt aus. Die Eierköpfe gehen ja eigentlich noch. Ja, aber nur ein Eierkopf. Oh nein, das. Ja, das wollte ich nicht. Auf jeden Fall schreit hier ordentlich was. Der Dicke scheint wieder da zu sein oder irgendwas auf jeden Fall. Ist der Admin-Block. Sind wir auf jeden Fall richtig. Geht's da runter oder sowas? Das Wasser. Er läuft auch so. Ganz lässig, ganz lässig. Ja. Der chillt noch. Was ist das? Das ist eine Steinwand, oder? Da. Aber da er so normal reden kann, müsste das ja eigentlich so ein Eierkopf gewesen sein, oder? Oder ein Mensch. Vor allem, weil er eine Taschenlampe hatte. Oder wie? Ja, Eierköpfe sind ja Menschen gewesen. Ja, ich meine, normaler Mensch, nicht so bekloppter. Also. Niemand kann was für einen Eierkopf. Oh. Das muss keine Angst zu mehr haben. The doctor's dead, you know, right? The doctor Eric. He died before he even started working here. Well, what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Okay, also der Dr. Wernicke, der schöne, gute Deutsche. Natürlich der Deutsche. Der ist auf jeden Fall hier gewesen. Und scheinbar dafür verantwortlich zu sein, dass die ganzen Leute hier so ein bisschen abdrehen und ja, der aussehen, also wie sie aussehen. Experimente gemacht mit denen. Bin ich einfach mal gespannt, ey. Aber der scheint tot zu sein, das heißt... Nee, er meinte, er war schon tot, bevor er hier angekommen ist. Und was macht ein toter Doktor mit lebendigen Patienten? Also er meint wahrscheinlich eher, dass er ein bisschen... komplett abgefuckt ist? Ja. Wenn man sich das hier so anguckt, das überrascht mich sowieso eigentlich gar nichts mehr. Ja, nehmen wir das als roten Teppich, schöne Einladung hier unten rumzulaufen auf jeden Fall. Pinke Poolparty. Pinke Poolparty, ja. So, gehen wir mal hier längs. Ein bisschen früh runtergekommen. Wir haben ein bisschen später runtergekommen, hätte das auch erschreckt, glaube ich. Mmh. Oh, geil. Schön. Bisschen aufgeschnibbelten Rücken hier, sogar schön so hier in den V-Schnitt. Also schön obduziert worden. So, gehen wir mal weiter. Ey,
Das Spiel ist so abgefuckt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte selten so ein intensives Spiel, was mich so abverlangt hat irgendwie. Überall Schmodder. Muss trocknen, ne? Schön auf die Wäscheleine hängen. Wie noch ein Bein, bisschen Schmodder. Oh, kaum mal vergessen. Oh, das sieht da nach einem Darm aus. Oh, dieses Spiel, ey. Hier liegt mal einer. Noch einmal. Was war das? Da war was, oder? Auf jeden Fall war da was. Das ist abgetaucht. Dass man die Kamera anlassen sollen. Ja. Kacke. Na, dann müssen wir wohl gleich ins Ungewisse. Ha, hallo. Komm mal rein. Vorher mal gucken, vielleicht sind Batterie oder sowas. Natürlich nicht. Disco. Night Fever, Night Fever. Das reicht mir nichts. Das scheint nicht, weil da ist so eine Batterie auf dem Boden. Ja, hier unten bestimmt nicht. Alles kann sein. Bei Half-Life ist es auch so, dass so Lüftungsschächten, sonst was drin rum. Half-Life ist was ganz anderes. Eine ganz andere Hausnummer. Das ist drüber. Ja, keine ganz andere Hausnummer, sondern ein ganz anderes Spiel. Oh. Zum Glück war der Holz, würde ich sagen. Ja. Da hat einer gut vorgesorgt. Pissig. Ist das hier, wo irgendwo so ein Viech abgetaucht ist? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist da unten Wasser und ich möchte eigentlich nicht ins Wasser. Gehen wir erstmal weiter. So wie dazu. Und genau hier war das. Und da kann man sogar durch so. Ja, stimmt. Eigentlich will ich jetzt nicht mit so wenig Akku da rein. Ist eigentlich wieder Zeit für einen Switch langsam, oder? Ach, willst du? Okay. Wenn das Ganze aufregend ist. Gut, dass die Kamera angelassen hat. Ah ja, das kannst du auch, jetzt kannst du auch weg. Ja, schön. Danke. Super Wasser, wo gerade abgetaucht ist. Wir haben mal schön die Kamera auslassen. Geh da mal durch, da genau.